Willkommen zum ersten Teil der 400. Folge von Horsehaven World Adventures. Ja, mal wieder schauen wir, was sich so in den Oasen getan hat. Wer ist noch da? Wer ist neu dazugekommen? Und ja, wir fangen wieder in Montana an. Schauen einmal hier Stall Nummer 2. Das ist jetzt die Monika, genau, die habe ich umbenannt. Unser Morgenstütchen Stufe 1. Morgens haben wir ja noch nicht gezüchtet. Aber das muss auch noch bald ran. Und ja. Die gute Dame, ich glaube, die haben wir sogar geschenkt bekommen. Für die Tagesaufgaben. Das sind nicht die Tagesaufgaben, nein, hier. Für die Tagesaufgaben in der Belohnung. Ich meine, da war sie dabei. Dann, ja. Unsere Ronja. Unser belgisches Warmblut Stufe 4. Ja, mit ihr haben wir ja schon viel, viel gemacht und erlebt in den Events. Ne, viele Rennen haben wir bestritten. Und sie hat sogar dafür gesorgt, dass wir das Dylon-Derby-Pferd gewinnen. So, dann haben wir das gute Gegenstück zu der Ronja. Das ist der Toni, unser belgisches Warmbluthengstchen, Stufe 4. Ja, er ist gerade mal Level 7, der gute. Darf da noch mal trainieren. Dann, ja, lief hier gerade die Trakehnerzucht. Hier haben wir die Jane, Stufe 1 Trakehnerstütchen. Müsste auch noch ein bisschen trainieren. Ja, Stufe 1 wird vermutlich nicht bei uns bleiben. Mal schauen, vielleicht werden es zwei Stufe 3er, ich weiß es nicht. Noch haben wir kein Stufe 3er. Dann hier die Leder, Stufe 2er Stütchen. Ja, trainiert dann auch und wird verkauft. Dann haben wir das Stufe 2er Hengstchen hier, den Remo. Ja, der züchtet momentan mit der, wie heißt sie, Morda. Unsere Trakehnerstute Stufe 2. Die steht momentan in der Oase, weil ich hier Platz brauchte, um meinen Morgen rauszuholen. Die gute Monika. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hier an. Missouri Foxtrotter, die Echo. Ne, der Echo. Der Echo. Missouri Foxtrotter Stufe 3 Hengstchen. Der ist einfach schick. Definitiv. Dann haben wir hier die beiden Tinker Stufe 3. Die Lissy. Schauen wir einmal kurz auf die Werte. So, das sind noch die Standardwerte. Sie müssen auch noch trainieren. Und ja, Stufe 4 müssten wir dann hier auch nochmal züchten. Mit den beiden. Der Dragon. Dann erwartet uns hier noch der Nash. Der ist ja auch schon sehr lange dabei. Müsste ein amerikanischer Traber sein. Ja, amerikanischer Traber Stufe 3. Dann unsere Oldenburger Stute Lucia. Ja, sie war ja ziemlich lange ein Fohlen für die Aufgaben der Gesellschaft der Reinrassigen. Ist sie lange ein Fohlen gewesen. So, entschuldigt den kleinen Cut. Ja, Lucia. Unser Stütchen, die ziemlich lange ein Fohlen war. Ja, so sind ihre Werte aktuell. Sie muss auch endlich mal trainieren. Sie ist immer noch Level 5. Dann der Duke. Unser Canadian Stufe 3 Hengst. Ja. Er ist auch schon länger da, aber ich glaube, groß zum Züchten braucht man den Canadian jetzt nicht mehr. Das ist eigentlich auch schade. Er ist auf jeden Fall auch ein hübscher Kerl. Dann haben wir ja noch die Tilly, unsere Knappstrupper, Stufe 4 Stute. Ja, sie ist Level 15, Wahnsinn. Schon ausgelevelt. Ja, ihre Werte momentan. Ich weiß nicht, ob sie Verbesserung hatte. Auf jeden Fall sind die gar nicht so übel. Ja, dann haben wir die Marina. Unser Painthorse-Stütchen, Stufe 3. Ja, von den Painthorses fehlen mir noch Stufe 1 und 2. Müssten auch mal endlich gezüchtet werden. Marina, ja, kam durch eine Zucht, was, ich weiß gar nicht mehr, was wir züchten wollten. Auf jeden Fall brauchten wir einen Painthorse und da habe ich mit einem Stufe 3er gezüchtet und dabei hatte ich das Glück, sie zu bekommen. Dann der Delian. Ein Criollo-Hengstchen Stufe 3. Seine Werte sind für einen Stufe 3er nicht so gut. Gut, er ist nur Elite, aber
hübsch. Ich finde das Grau richtig, richtig schick. Passt sehr gut. Dann die Muffy. Unser Canadian Pacer Stütchen, Stufe 3. Ja, auch sie ist schon lange da. Auch sie wurde jetzt schon länger zum Züchten nicht gebraucht. Dann der Pearl. Immer noch der Pearl. Der Pearl dürfte mal wirklich umbenannt werden. Ich muss... Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? Ich muss da endlich mal ran bei manchen Namen. Ja, unser Anglo-Normanne Stufe 4 Hengstchen. Der ist schick. Ich mag das Modell total gerne. Und ja, ich hoffe mal, dass so einige, die dieses Modell haben, nochmal reinkommen zur Gesellschaft der Reinrassigen, dass wir einfach diese Zertifikate noch freischalten können und sie dann auch züchten können. So, dann die Marie. Müsste unser Hannoveraner-Stückchen sein. Genau, Stufe 2. Oh, Tempo gar nicht. Ist wertetechnisch jetzt nicht so top. Aber schick ist sie definitiv. Aber Hannoveraner gefällt mir auch auf Stufe 4. Also wenn wir da die Chance haben, nochmal das Zertifikat zu bekommen, wäre das auch etwas. Dann müsste sie uns leider verlassen. So, der Castiel, unser Tinker-Hengstchen, Stufe 1. Ja, hat Ausdauer auf Gold mit 2 Schleifchen, sonst keine Werte. Das ist schade, aber die Tinker sind ja generell vom Modell her wunderschön. Und ja, ich weiß, ich habe 2 Stufe 3er, ich müsste Stufe 4 züchten. Aber ich mag Stufe 1 und 2 auch total gerne. Ich finde die so schick, deswegen versuche ich sie so lange wie möglich zu behalten. Ja, bis jetzt hat es geklappt. So, dann der Diagramm. Diagramm, unser Quarter-Hengstchen, Stufe 3, der ist schon sehr, sehr lange dabei. Die Quarter waren ja auch, meine ich, die erste Rasse, die wir gezüchtet haben auf Stufe 3. Und ja, da werden wir das Stufe 1er-Stütchen noch sehen, die wir noch haben. Die müsste auch hier in der Oase sein. Dann der Apollo. Unser Westfale, Stufe 2. Ja. Bei den Westfalen hoffe ich ja auch immer noch mal auf das C4-Zertifikat. Die gefallen mir nämlich auch sehr, sehr gut. Und dann würde er uns verlassen, auf jeden Fall. Vielleicht überlege ich aber auch jetzt schon, eine 2-Stufe-3er zu züchten. Weil Stufe 3 ist auch definitiv für mich die schönere Variante. So, dann die Morna. Ja, unser Trakehner-Stütchen Stufe 2, mit der wir züchten. Ich finde ihre hellblauen Augen so cool. Sieht so schick aus. So, dann haben wir den Avatar. Ja, auch er war sehr, sehr lange ein Fohlen. Einfach, damit wir ein Fohlen da haben für die Gesellschaft der Reinrassigen, damit wir die Aufgaben machen können. Und ja, aber irgendwann hatte ich dann 2 andere Fohlen. Ich glaube, das waren dann Tinker-Fohlen. Hatte ich da. Tinker oder... Ist ja eigentlich auch egal. Irgendwas, was ich gezüchtet habe auf Stufe 4, da habe ich dann Stufe 3er Fohlen einfach mal stehen gelassen. Und ja, dann habe ich die anderen beiden erwachsen werden lassen. Ich wollte sie ja auch mal erwachsen sehen, ne? Die gute Lucia und der Avatar. Ja, jetzt sind sie erwachsen. Und mittlerweile habe ich aber keine Fohlen mehr für die Aufgaben. Das ist manchmal ein bisschen schade, aber na gut. So, die Paris. Ja, unser... Quarterhorse-Stütchen Stufe 1. Wertetechnisch, ja. Ne? Ist nix, aber sie gefällt mir einfach so gut. Sie ist so schick und sie ist so lange dabei, deswegen sie muss bleiben. Sie muss einfach bleiben. Daher führt kein Weg dran vorbei. So, der Tin Can. Ja, der ist noch nicht lange da. Unser Hackney-Hengstchen Stufe 4. Ja, Sprungwert hat er schon auf Diamant. Er wird leider nicht unser Hackney für die Diamantenwerte, denn das ist ja schon die Luna geworden. Die sehen wir dann auch noch. Aber ich, wie gesagt, ich mag ja das Modell total gerne und auch die Farbe finde ich einfach nur cool. Finde ich einfach schick und deswegen der gute, definitiv einer meiner Lieblinge. So, der gute Shadow. Shadow ist ein Tennessee Walker Hengstchen Stufe 2. Tennessee Walker müssten wir aber auch noch auf Stufe 4 züchten können, glaube ich. Aber wir gucken gleich nochmal nach.
Ich meine, das waren die Tennessee Walker, die ich noch nicht auf Stufe 4 gezüchtet habe. Ja. Dann haben wir unseren Isländer, Hengst jetzt Stufe 2. Der Draumur. Ja. Werte, naja, gut. Ne? Aber gut, er ist auch nur Elite sozusagen. Und, definitiv, aber ich mag ihn. Er ist schick. Hat eine tolle Färbung. So, dann der Kadin. Unser Lusitano-Hengst. Stufe 1. Ja, Level 5, also hat seine Grundwerte noch. Mit ihm müssten wir dann auch mal züchten. Und zwar mit der guten Ila. Das Stütchen dazu. Ja, Hengst und Stute haben wir, nur bis jetzt noch nicht die Zucht begonnen. Ich finde Stufe 1 auch mega schick. Ich habe da so ein bisschen Bedenken. Stufe 1 möchte ich schon gern behalten, weil ich weiß auch nicht, irgendwie gefällt mir das Modell in der Farbe. Sehr, sehr gut geworden. Dann die Sulaika, unser Araberstütchen, Stufe 4. Ja, die ist jetzt auch schon länger dabei. Müsste auch endlich mal trainieren. Irgendwie, sobald die Pferde in der Oase sind, denke ich da nicht mehr dran. Ab und zu wäre es mal wieder auf die Weide zu schicken zum Training. Ja, wertetechnisch ist sie gar nicht so schlecht momentan. Wie gesagt, vielleicht hat sie ja noch Glück. Vielleicht kriegt sie dann ja sogar Wetterverbesserungen. Man weiß es ja noch nicht, ne? Jetzt haben wir ja mehr Chancen auf Verbesserungen beim Glücksrad. Ja. Wenn es zum Beispiel nicht der Sprungwert wird, dann lieber eher eine Wetterverbesserung ist besser, als wenn man dann nachher Münzen bekommt. Finde ich so. So, dann die gute Adana, unser Fjordi. Stufe 4. Ja, wieder. Eins meiner Lieblingsmodelle hier. Farblich einfach total schick. Also da finde ich wirklich bei den Fjordis muss Stufe 4 sein. Stufe 1 bis 3 war so ein bisschen... Ja, war auch nicht schlecht, aber für ein Fjordi halt nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Und die gute Dame schicke ich jetzt auch einfach mal auf die Weide. Denn sie steht ja relativ kurz vorm Level ab. So, dann haben wir die gute Zelda. Zelda, unser Velara-Stütchen Stufe 3. Ja, von den Velaras hoffe ich auch mal, dass das Stufe 4er-Zertifikat nochmal wiederkommt. Und sie ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu dunkel insgesamt. Aber, ja, kann sie ja nichts für. Aber ich mag auf jeden Fall die Punkte, das sieht auf jeden Fall cool aus. So, dann die Luna. Ja, unser Hackney-Stütchen Stufe 4. Sie ist, was die Tempo, Ausdauer und Sprungwerte angeht, austrainiert. Wetterverbesserungen fehlen ihr noch. Und ich mag sie aber richtig gerne. Sie hat auch diese schönen hellblauen Augen. Das sieht einfach nur richtig genial aus. So, dann der Vito. Vito ist unser Jütländer. Jütländer-Hengstchen Stufe 1. Ja. Müsste dann auch mal weiter trainieren. Er ist schon Level 11, aber da geht noch was. Schick ist er. Auf jeden Fall. Vielleicht haben wir ja irgendwann noch mal Glück auf Stufe 4. Ich glaube, der Jütländer war jetzt aber leider erst vor kurzem. So. Dann die Fajar. Unser Dole-Stütchen Stufe 4. Ja, das war ja dann endlich mal wieder ein T4-Pferd, das anders aussah als diese Standardmodelle, die wir kannten. Ich finde sie auch total schick mit dem Braun und dem Pünktchen. Sieht schon cool aus. Mit der Mähne, ja, musste ich mich erst anfreunden, muss ich sagen, so ein bisschen. Aber geht. Alles, ne, nichts, wo ich sagen müsste, ach Gott, das geht gar nicht. Ja, das Dole, definitiv auch ein sehr, sehr schickes Modell. Dann der Snow, unser Hannoveraner-Hengstchen Stufe 3. Der ist auch richtig, richtig schick. Wertetechnisch okay, Tempo ist jetzt nicht seine Stärke, aber ich mag dieses helle Grau, ich mag diese Pünktchen. Ich finde ihn einfach toll. Ich glaube, mit hellblauen Augen, dann wäre er perfekt. Ja. Das ist so... Also Stufe 3 muss vom Hannoveraner auf jeden Fall auch bleiben, so lange wie möglich. Selbst wenn wir irgendwann mal die Chance haben auf Stufe 4. So, dann haben wir die Magic. Ja. Ein Anglo-Nummerne, Stufe 4 Stütchen. Auch ja. Sie hat ja das... eins meiner Lieblingsmodelle hier und... ja. Was soll ich dazu groß sagen? Sie ist schick.
Definitiv. So, dann die Jazz. Oh, wir haben sogar schon Jütländer auf Stufe 3. Unser Stütchen, ja. Das habe ich auch schon wieder total vergessen. Jütländer haben wir schon gezüchtet auf Stufe 3. Sie sieht auch nicht schlecht aus. Also von daher, na, vielleicht bleiben. Kannst du auch bei der Konstellation bleiben, die beiden. So, dann der Sultan. Unser Araber Hengstchen, Stufe 4. Ja, von den Arabern habe ich nur die Stufe 4er behalten, die beiden. Wertetechnisch sind sie natürlich die besten. Farblich gefallen sie mir sehr gut. Ich mag diese Braun sehr, sehr gerne. Gut für einen Hengst, diese Blümchen in der Mähne, im Schweif, ist jetzt nicht so das Beste, aber ja, er kann damit leben. So, dann die Sasa, unser Tinkerstückchen Stufe 2. Ja, auch von ihr möchte ich mich nicht trennen. Ja, hatte ich ja schon gesagt. Die Tinker, ein richtig tolles Modell, einfach auf jeder Stufe nur wunderschön und es geht einfach nicht. Vor allem die Gute hier. Ach ja, sie hat ja von dem Spiel so einen blöden Namen bekommen. Sie hieß Mist. Und ne, das soll ja nicht abwertend sein vom Spiel, das glaube ich nicht. Heißt halt einfach nur auf Englisch Nebel. Und daher auch Nebel so als Name, glaube ich, ab und zu vergeben wird. Bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall hieß sie dann länger so, weil ich mich nicht für einen Namen entscheiden konnte. Und dann wurde ich da doch mal angeschrieben, warum sie denn Mist heißt. Wie gesagt, war vom Spiel vergeben, ist nichts gegen sie gewesen. Ich mag sie total gerne. Und dann, ja, jetzt ist es die Sasa. Das ist so das, was ich mit ihr so verbinde. Und ja, ich will sie nicht hergeben. So, dann der Aristides, unser Lipizzaner-Hengst in Stufe 4. Ja, das Modell ist jetzt keins, was mir wirklich richtig gut gefällt. Und für ein Hengstchen finde ich diese pinken Schleifen, na, schade. Also der Schweif an sich gefällt mir total gut, auch mit dem geflochtenen. Nur hier vorne dieser lange Zopf, das ist irgendwie nicht so ganz meins. Tut mir leid, großer. Aber sonst der Braunton, die Farbtöne, die zusammengestellt wurden, total schick. Nur die Mähne ist wieder mal nicht so meins. Na gut. Dann der Layden, unser Clydesdale, Hengstchen Stufe 3. Wertetechnisch, ja, auch Tempo. Oh, bei ihm ist Tempo nicht so sein Spezialgebiet. Auch die Clydesdales, die mag ich total gerne. Ich mag dieses Modell, ich mag einfach auch die Färbung. Die haben ja alle hier diesen schönen weißen Bauch und haben tolle Färbung. Was schade ist, Stufe 4 sieht ja genauso aus wie Stufe 3. Hat dann halt nur diese Deko in der Mähne, die die Tiere immer für die Ausstellung in England, Großbritannien auf jeden Fall, diese da reinbekommen und das ist einfach nicht meins. Muss man mögen, das ist nicht meins, aber sonst mag ich die total gerne. So, dann unser Proko, unser Haflinger Hengstchen Stufe 2. Ja, auch der ist einfach nur wunderschön. Ja, wertetechnisch nicht das Beste, aber egal. Auch der soll bleiben. Auch wenn wir irgendwann mal Stufe 4 haben könnten, falls das Modell nochmal erhältlich sein sollte, dann ja. Doch, irgendwie, ich mag das. Ich mag ihn. So, Grace. Ja, unser Westfalenstütchen, Stufe 3. Auch mit diesen hellblauen Augen. Wunderschön. Wunderschön. Vier weiße Beinabzeichen mag ich ja sowieso. Eine Blässe. Was will man mehr? So, dann haben wir die Diana. Diana ist noch nicht lange da. Ein Criollo-Stütchen, Stufe 3. Ja. Ist gezüchtet worden bei dem Versuch, ein anderes Pferd zu züchten mit unserem Criollo. Und ja, es hat dann mit Stufe 3 Stütchen geklappt und deswegen bleibt sie uns jetzt auch erstmal erhalten. Ja. Dann Ivan, unser Welsh Pony Hengst Stufe 4. Ich finde es super, dass man jetzt endlich mal bei einem Welsh Pony die Augen sieht, auch wenn sie erwachsen sind. Das mag ich an dem Modell. An die Zöpfchen musste ich mich gewöhnen. Der Schweif finde ich cool. Ich mag das auch mal, so einen eingeflochtenen Schweif, aber ja, die Zöpfchen sind halt immer so etwas, an das ich mich gewöhnen muss. Vielleicht wäre es mit offener Mähne auch nochmal cooler oder mit so Zöpfchen oben, diese kleinen Zöpfchen oben.
Ich glaube, da gibt es auch keinen Pony mit. Das wäre doch auch nochmal was, so Dressurpony. Hätte ihm auch gestanden. So, dann die Jade. Appaloosa-Stütchen Stufe 2. Ja. Gut, Appaloosa sind ja auch Pferde, die wir ziemlich am Anfang, ich glaube, mit dem Mustang und dem Quarter, das sind die ersten Rassen, die wir züchten können. Deswegen wertetechnisch jetzt nicht so pralle, aber schick auf jeden Fall. Wir haben auch Stufe 4 freigeschaltet. Müssten wir noch züchten, also kann es sein, dass sie uns dann verlassen muss, leider. Ja, das ist schade. So, dann die Nastra, unser Haflinger Stütchen Stufe 3. Ja, sieht Stufe 1 recht ähnlich, aber 2 Stütchen behalten oder ne, nochmal einen dritten Haflinger wäre jetzt nicht sinnvoll gewesen. Auch sie ist einfach total toll, schick geworden. Definitiv, die Haflinger mag ich ja auch total gerne. So, dann Alvara. Unser Isländer Stütchen Stufe 3. Ja, gerade mal Level 6. Ja, auch ihre Färbung an sich ganz cool. Ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn die Mähne und der Schweif nicht so gelbstichig wären, sondern noch einfach ein bisschen heller. So ein bisschen fast wie von unserem Haflinger, die Mähne, die Mähnenfarbe. Das wäre für mich persönlich jetzt einfach nochmal cool gewesen. Aber ja, ich hoffe auch ganz, ganz fest, dass dieses Isländer-Modell Stufe 4 nochmal zur Gesellschaft der Reinrassigen kommt, weil das auch wunderschön ist. Wir sind jetzt immer wieder in den Rennen. Ja, ich möchte auch haben nochmal so einen schönen schicken Schecken. So, dann die Zara. Unser amerikanischer Traberstütchen Stufe 4, ja, das habe ich leider so aus Versehen freigeschaltet, das Modell. Ja, dann war es halt freigeschaltet, da musste sie auch gezüchtet werden und ganz ehrlich, ich habe es jetzt auch nicht weiter bereut. Ne, sie ist total schick, klar, wertetechnisch, aber ich meine, hallo, sie ist nur sozusagen in Nita auf Stufe 4, von daher egal. Sie ist da, sie ist schick. Sie bleibt. Dann Drina. Drina, unser bayerisches Warmblut, Stufe 1. Ja, ich glaube, die braucht man mal zum Züchten für Sternzeichen wahrscheinlich. Ja, bayerische Warmblüter müssten wir aber, die müssten wir noch züchten. Auf Stufe 3. Und mal sehen, wie lange sie uns da noch erhalten bleibt. Mal sehen, wie schnell wir dazu kommen. So, dann Bonnie. Unser Missouri Foxtrotter Stütchen. Stufe 1. Ja, auch sie ist doch total schick. Sie wird uns wahrscheinlich nur verlassen, wenn wir es schaffen sollten, Stufe 4 dann doch nochmal freizuschalten. Ja. Je nachdem, aber ich glaube, dann muss Stufe 1 wahrscheinlich schon uns leider verlassen. So, dann der Markus. Unser Dole, Stufe 4 Hengstchen. Ja, muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Da habe ich bei dem Stütchen schon. Dann der Winnie, unser Fjordi Hengstchen, Stufe 4. Auch zu ihm muss ich ja nicht mehr so viel sagen. Ihn schicken wir jetzt auch nochmal auf die Weide. Er ist total toll. So. Dann die Vanessa. Unser Holsteiner Stütchen, Stufe 3. Auch sie von der Färbung, total schick. Ich mag Holsteiner ja generell sehr gerne. Schade sind halt die Werte, dass sie halt nicht so die Top-Werte hat. Naja. Ich weiß gar nicht, haben wir den Holsteiner auf Stufe 4 freigeschaltet? Sonst müssten wir uns da auch nochmal an die Zucht machen. Ach, wir müssten noch so viel züchten. Wir haben einfach zu wenig Geld und zu wenig Zuchtstelle. Ach ja. Dann der Alfie. Alfie ist noch nicht lange da. Unser amerikanisches Warmblut Stufe 4 darf auch immer noch umbenannt werden. Wobei bei ihm ist es noch nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, er ist noch nicht so lange bei uns. Ja. Schick, schick. Seine leuchtgrünen Augen. Ich habe sogar mal ausnahmsweise kein Problem damit, dass das ganze Gesicht so weiß ist. Und ne? Die Färbung sonst ist das ja eher nicht so mein Fall.
Ich mag weiße Abzeichen im Gesicht gerne, aber wenn das Gesicht komplett weiß ist und der Rest farbig, beim Schimmel ist es wieder was anderes. Der ist ja komplett weiß. Aber vom Prinzip her ist das nicht unbedingt meins, aber bei ihm finde ich es nicht schlimm. Der ist total schick, so wie er ist. So, dann haben wir die Royal. Unsere Tennessee Walker Stütchen. Stufe 3. Ach ja. Ja, Tennessee Walker. Da wollten wir ja nochmal schauen, ob wir Stufe 4 schon freigeschaltet haben. Dann wird wahrscheinlich nur Stufe 4 bleiben, wenn es das Tier ist, was ich jetzt meine. So ein schickes Graues. Dann werden uns leider die anderen beiden hier verlassen müssen. Aber erstmal müssen wir züchten und Zeit haben und Platz dafür und Geld natürlich. So, der Raphael. Unser Holsteiner Hengst in Stufe 2. Auch er total schick. Muss ich, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Die Färbung ist einfach okay. Ist jetzt nichts, was richtig special ist, aber das brauche ich auch ehrlich gesagt nicht unbedingt. Top. Top. Bist schick. Der Hidalgo. Hidalgo, unser Appaloosa, Hengst in Stufe 3. Muss ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Der ist wunderschön. Und ja, wenn wir Stufe 4 gezüchtet haben, mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein zweites Stufe 3er Tierchen und dann müssen wir mal schauen. Hengst oder Stute? Wer bleibt? Wer muss uns leider verlassen? Dann der Spirit, unser Mustang-Hengstchen Stufe 4. Ja, da war ich sehr stolz, als ich den endlich bekommen habe. Ach ja. Ich bin auch immer noch am Überlegen, ob ich noch ein Stütchen Stufe 4 züchten sollte. Ich mag das Modell halt einfach total gerne. Ich mag die Färbung. Es hat sich halt angepasst mit gepasst gerade mit der, ne, mit der Färbung auf Stufe 4. Ersten Mustang und Spirit. Ja. Ist auf jeden Fall total schick. Ja, unser Mustang-Stütchen Stufe 3 müsste sie sein. Genau, unsere Sunny. Sie ist auch schon ewig mit dabei. Aber wie gesagt, ich überlege, wenn wir dann mal Platz haben zum Züchten. Ich denke, ich glaube, der Mustang sollte jetzt nicht so teuer sein. Falls wir auch mal eine günstigere Zucht suchen, wäre das wahrscheinlich auch nochmal eine Möglichkeit, eine Maßnahme. So, ja, dann sind wir hier in Montana durch. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal nach dem Stufe 4er, was ich so gern sehen wollte. Ob das jetzt Hengst oder Stute ist. Quatsch. Ob das der Tennessee Walker ist. Und dann. Doch. Was mache ich denn hier? Hier und dann Stufe 4. Ja, das ist der Tennessee Walker. Und deswegen werden uns dann die anderen beiden verlassen, wenn wir es geschafft haben, zwei davon zu züchten. Ja, in Holsteiner haben wir auch den Groninger. Da sind wir ja gerade dabei. Self Rosé müssen wir unbedingt noch züchten. Das Gotland Pony. Ja, der Tinker wartet auch schon länger. Also da müsste ich eigentlich auch mal ran. Highland Pony. Ach ja. Appaloosa. Na gut. Ja, dann würde ich aber sagen, war es das fürs Erste. Wir sehen uns dann in Frankreich wieder, nehme ich an. Ja, doch. Wir sehen uns dann gleich in Frankreich wieder. Also bis dann. Tschüss.